Das ist nun das menschliche Auge von vorne gesehen. Wir haben Fett oberhalb des Auges, insbesondere Richtung Nase relativ viel, etwas weniger in der Mitte, in ungefähr Papillenhöhe. Und außen Richtung Schläfe haben wir die Tränendrüse. Die Tränendrüse produziert die Tränenflüssigkeit und mit jedem Wimpernschlag wird diese dann in Richtung Tränenpünktchen abtransportiert. Unterhalb des Auges haben wir drei größere Fettkörper, die hier in grün dargestellt sind, die eben auch das Auge nach unten abfedern. Rutschen die nach vorn oder saugen die sich voller Wasser, kommt es unterhalb des Auges zu Schwellungen. Deswegen muss man, wenn man das Unterlid operiert, eben das Fett unten korrigieren und in vielen Fällen muss man eben auch das Fett am Oberlid korrigieren, was wir hier oben haben. Der Schnitt selber, den man am Oberlid für eine Augenlidplastik macht, ist relativ einfach. Das Entfernen des Fettes bedarf einer gewissen Sorgfalt und einer Kenntnis der Anatomie, die nicht jeder beherrscht und deswegen muss man sich im Vorher genau informieren, welcher Operateur so etwas häufig macht.